Don't Starve und so. Yay. Und ganz viele leere Fallen. Krass. Beste Begrüßung ever. Ja, hier sind gerade wirklich irgendwie relativ viele leere Fallen. Das ist nicht so toll. Ja, ich sehe ja auch, ich habe bis jetzt auch nur leere Fallen gesehen, nachdem wir die letzten zwei Folgen fast verreckt sind. Ich meine, erst an einem Wolfsrudel und dann an einem Baum. An einem Baum sind Einfach ein wir wirklich Baum. verreckt. Also ich meine, oh, da ist eine volle Falle. Das war ein bisschen fies. Oh, apropos Ja, hier, volle ich habe Falle. jetzt drei Fallen gesehen, in denen was gezappelt ist. Mit der, die du jetzt aufgemacht hast. Und vier, die einfach nur leer rumlagen. Oh je, ja, ich Nicht sehe auch nur eine, ausgelöst. die leer rumliegt. Das Problem ist halt auch, dass mein Essen langsam echt zur Neige geht. Ich hab noch. Wie viele Hasen hast du? Einen. Okay, ich hab zwei Rohhasen, vier gebratene. Dann Pilze. Die Frage ist jetzt, ob wir die essen wollen. Joa, also gebraten habe ich vorhin ein paar gegessen. Die machen halt bei dir immer irgendwas runter. Zwei, also eins geht davon dann halt hoch und Okay, und was anderes geht irgendwas runter? geht runter. Was ist eigentlich dieses Cooked Monster Meat, das da rumlag? Kann ich das Das essen? macht die Minusleben. Ja, okay, gut. Dann Ich lege ich weiß wieder. nicht, wie viele du hast, also. Nicht so viel. 40. Dann besser nicht. Ja, ach, wir wollen es nicht, wir wollen es gar nicht erst probieren. Oh, Seeds, Oh, ich ne? habe unseren Freund gefunden. Den Baummann? Ja. Oh, wo ist der gerade? Wo bist du auf der Map? Ja, neben der Wüste, da ein bisschen weiter Ah, unten. okay. Baumann schreitet zur Tat. Ja, der hat uns ja einen ziemlichen Schrecken angejagt. Oh je. Immerhin, hoffentlich. Ich frag mich vor allem, wie der war einfach plötzlich da. Ich meine, wenn jetzt nochmal so einer kommt aus dem Nichts. Oh Gott. Aber jetzt wissen wir, bis zur Nacht warten und buddelt er sich selber ein. Es war ja auch ein bisschen doof, dass du direkt ein paar Sekunden vorher verreckt bist, gell? Und direkt später buddelt er sich einfach genau an der Stelle ein. Ich denke mir so, oh, shit. Ja, gut. Na gut, kann passieren. Aber ich finde es schade, dass man ihn nicht töten kann, gell? Also so, das hat ihn ja mal gar nicht gejuckt, was du gemacht hast. Ich fände es schön, wenn man den irgendwie angreifen könnte. Vielleicht sind auch unsere Waffen einfach zu schwach. Das könnte natürlich auch sein, da hast du recht. Okay, gut, dann mach schon mal das Feuer an. Habe ich gerade gemacht, weil ich muss was essen. Und dazu brauche ich leider ein Feuer. Zack. So, ich habe jetzt momentan mein Essen ist auf 26 und ich habe nichts an Essen halt. Oh, okay, das ist nicht so gut. Ist nicht gut. Denk dran an Samen. Ja. Jetzt wirklich immer, die gehen vor. Also egal, was du gerade machst, aber wenn du irgendwo Samen siehst, nimm sie mit. Ja. Wenn ich mal welche sehe, dann ja, mache ich. So, ich komme jetzt mal lieber schnell zum Lagerfeuer. Uiuiui. Macht dieses Skelett eigentlich irgendwie auch unser Gehirn runter oder so? Nö, das wird wahrscheinlich nichts machen. Hoffe ich mal. Sieht nämlich ganz fresh aus, wie es darum liegt. Ich läste einfach über mich selber. Geh weg, Drache. War da gerade ein Drache bei dir? Ich sehe sie nicht. So ein Schattendrache. Habe ich nicht gesehen. Hab ich Okay. nicht gesehen. Gress. Oh, super. Oha, ich kann jetzt wieder voll viel bauen. Aber. Oh, ich kann Backpack machen. Bleib mal stehen. Boah, danke schön. Ich werde gefüttert. Danke, Mama. Wie viel hast du jetzt? Momentan 52. Oh, okay, dann gebe ich dir mal besser alles. Dann geht alles. Nom nom nom, nom nom nom. Jetzt bin ich halb voll. Also ein bisschen mehr als halb voll. Nice. Oh, und jetzt habe ich ein Backpack aufgehoben. Geil. Dafür hast du jetzt keinen Grass-Suit dann mehr. Oh, ich sehe es. Aber der ist in meinem Inventar, kann ich hier jederzeit wechseln. Gut, jetzt packe ich mal dieses Monster Meat und so alles in. Oh Mann, du läufst die ganze Zeit rum. Ich kann nicht vernünftig braten. Oh mein Gott. Sorry. So, ich packe das jetzt alles mal in meinen Backpack. Ah, da wird automatisch alles reingepackt, was zu viel in meinem Inventar ist. Sehr gut. Perfekt. So. Let's see. Dann Oh, gehe ich wie mal. hell ist es.
Wie bitte? Okay, wie hell ist es? Wo lang gehst du? Ich gehe noch mal ein bisschen nach oben. Ja, warte, ich komm mit. Hier werden nur gerade die ganze Zeit wirklich Fallen ausgelöst, direkt vor meiner Nase. Oh ja, ich habe auch gerade eine geöffnet. Nom nom nom. Oh, da ist ein Hase. Und er läuft in eine Falle rein. Perfekt. Okay. Genialer Hase. So. Ja, ich lauf dir nach. Backpack auf dem Rücken. Wunderschön. Okay, es ist nur die Frage, was wir machen sollen. Vielleicht hat der Vogel ein neues Ei gelegt. Was wir wieder Ei klauen könnten. Yeah, das hat ja letztes Mal hat's ja nur wegen den Hunden so gut funktioniert. Aber ich glaube, wir könnten sogar ein bisschen Eis abhacken und mitnehmen. Hast du eine Spitzhacke? Also mit, wenn wir es mit einer Spitzhacke kaputt gehen machen. Ja, kann man. Habe ich schon mal probiert, aber ich habe keine Spitzhacke. Alter, in letzter Zeit, meine Stimme. Ich habe wirklich in letzter Zeit ständig irgendwelche Sprachfehler. Sprachfehler? Da verhaspel ich mich so. Keine Ahnung. Das ist nicht gut. Mir ist es auch nicht. Daddy ist gar nicht gut. Oh, da ist ein Tutan. Töten, töten, töten. Er läuft mir entgegen. Er läuft mir entgegen. Nein. Ja. Komm mit weg. Tutan. Klick einfach einmal auf ihn. Das sollte ein. Oder spam auf ihn. Ja, ich habe gespammt, aber dann verklicke ich mich immer. Komm schon. Bleib stehen. Wenn er halt durch Bäume rennt, aufhören. Du musst ihn halt. Ja. Okay, jetzt gleich haben wir ihn. Nein! Nein! Gut, komm. Taktisch klug. Warte. Okay, du kommst von unten, ich von hier. Los. Ja! Nein! Okay, warte. Ja, jetzt haben wir ihn. Komm, da, in die Ecke. Da kann er nicht weg. Oh, war das gut. Okay, ich hab einen Drumstick. Ich hab auch eins. Alter, das war ja verdammt gut. Hier ist so ein Bio. Oh mein Gott, hier müssen wir hin. Verdammt, sind wir awesome. Komm hier auch in das Biom. Hier, jetzt. Da oben ist eine Panflöte. Die bringt? Und eine Statue, lol. Mach die mal kaputt mit einer Spitzhacke. Ich hab leider keine. Ich bräuchte noch ein bisschen von diesen Twigs. Hast du Twigs, kann ich dir geben? Ja, eine Gepär. Yeah. Dann mach mal kaputt. Soll ich dir den Rest zurückgeben? Ne, behalt mal in mein Inventar, ist das toll. Warte. Ja, was hat das jetzt gebracht? Weiß nicht. Ich weiß es nicht, ich guck einfach. Oh, die bringt Marble. Was? Ja, dann können wir es mal ausmachen. Lol, was ist. What the fuck? Hollow Stump. Der sieht irgendwie gruselig aus. Komm hier, komm hier! Komm, los! Töten. Ja, ich muss den Marble kurz aufheben. Komm! Komm schnell! Weg. So. Okay, komm. Was ist das? Achtung, da oben. Da ist so ein Waschbär. Siehst du ihn? Ja. Ich von links, du von rechts. Okay, warte, ich muss eine Axt ausrüsten. So. 3, 2, 1. Treff ihn nicht! Was? Der greift uns an! Oh nein! Oh. Scheiße, nein. Ich dachte, der rennt auch einfach weg oder so. Ah! Sorry. Sollten wir nicht vielleicht mal bald zurück? Ach, wir machen einfach hier ein Lagerfeuer gleich. Okay. Dafür brauchen wir nur Holz. Soll ich mal eins machen hier? Nee, wir können auch viel weiter gehen, der Tag. Ich kann auch ein Fire Pit machen, so ein standardhaftes. Dann können wir immer hier vorbei. Nee, würde ich nicht, oder? Warte, du hast mir einfach einen Stick zurückgegeben. Zurück, echt? Ja, ein. Egal. Hier oben ist ein Pickhaus. Was bringen diese Pickhäuser eigentlich? Ja, du kannst dich halt mit den Picks anfreunden. Wie das denn? Mit dem Fleisch gibt's. Wir können dir Monsterfleisch geben. Okay, soll ich machen? Ich hab das dabei. Guckt, Monster Meat. Nein, jetzt nicht. Jetzt sind sie ja drin. Oh, macht Sinn. Fuck yeah. So. Guck mal, ob ich gerade irgendwas noch stacken kann in meinem Inventar. Nee, irgendwie. Warum habe ich mein. Ich hab mein. Warum? Ich hab mein. Wie heißt denn das? Barthaar dabei.
läuft. Obwohl, warte, wir könnten hier vielleicht wirklich ein standhaftes machen. Soll ich mal hier machen, zwischen den zwei Häusern? Hier sind drei Häuser. Aber ja, mach hier so. Weil dann, da ist halt, ja, hier ist gut. Von der Lage her. Ist wirklich gut. Dann gucke ich jetzt erstmal und, egal. Erstmal ein bisschen essen, weil ich habe kein Essen mehr. Schon wieder. Und ich muss jetzt ein bisschen regenerieren, ich habe wieder nur noch 30 Leben. Du kannst die Hasen auch im Inventar schon töten, ne? Das können die sich auch stacken. Ah, okay, danke schön. Ja, ich habe nie gewusst, was das Töten bringt, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber danke. Für den bitte, Tier. Bitte. Nur für den Winter am Leben lassen, dann können wir die in eine Kiste tun. Und dann erst, wenn sie kurz vorm Verhungern sind, töten wir sie und dann ist die Haltbarkeit wieder voll. Also dann sind die quasi doppelt so lang haltbar. Okay. Über den Winter, obwohl, nee Quatsch, über den Winter spawnen sowieso neu, also nee Quatsch, das ist unnötig. Nimm dir den Samen da unten. Ja. Los, sofort, jetzt. So, hab's. Geschärft, draufgeklickt. Ich hol's noch ein bisschen ab, wenn wir hier eh bleiben werden, fürs Erste. Weg damit. Den holte ich auch noch. Mein Gehirn geht einfach dauerhaft runter. Ich kann nicht dafür sorgen, dass es oben bleibt. Es ist unmöglich. Sobald es Abend wird, fängt es an, runterzugehen. Auf wie viel steht's denn? Auf 48. Oh, krass. Das ist ja blöd. Ja, dafür brauchen wir vielleicht so einen Schlafsack dann. Ich hab einen. Hast du ja mal gemacht. Kannst du ihn hier hinlegen? Nee, ich kann nur Rechtsklick und Sleep drauf machen. Dann gib ihn mir mal. Oh, nice. Fühlt sich dein Gehirn wieder? Ja, aber Hunger geht extrem schnell runter. Aber ich habe auch noch genug Essen. Achtung, Bahn. Die Hände kommen! Die Hände kommen! Wo, wo, wo. Ich höre die Musik. Ich höre ja, nur die Musik gerade. Oh ja, das Gehirn fühlt sich extrem schnell. Huh. Die Musik ist echt gruselig. Ja, das Spiel ist ja auch total creepy eigentlich. Alleine würde ich das nicht spielen. Ja, ich bin aber auch der Extremschisser. Also ich habe vor allem Angst. All meine Freunde wollen immer irgendwelche Horrorfilme mit mir gucken. Aha. Nee. Ja, das kenne ich nur zu gut. Ich bin auch mega der Schisser. Aber ich gucke trotzdem gerne Horrorfilme und sowas, obwohl ich dann mega Angst immer vor habe. Oh, da soll ich den mal füttern mit diesem Monster-Meat? Kannst du machen. Ich habe einen roten Pilz gegessen, der macht mein Gehirn runter. Okay, gib, du kannst noch einem geben. Ja, ich hab nur eins dabei. Gib noch dem Typen da oben. Ich hab nur ein Monster-Meat dabei. Achso, ja, okay. Dann komm. Komm mit. Hier runter oder so. Soll ich denen diese Cooked Green Mushrooms geben? Nee. Wir können machen, dass er den Frosch hier für uns tötet. Wo bist du? Ey, der läuft uns nach. Ja, ich weiß. Wir können machen, dass er den Frosch tötet. Komm, greif den Frosch einmal an und dann renn weg. Jetzt renn weg. Siehst du, und jetzt greift der den an. Geil. Oh, die greifen. Oh ja. Nice. Das Froglegs, die können wir braten. Wie geil. Das war cool, der läuft dann immer noch. Ey, was ein netter Dude. Ich mag den. Aber irgendwie nach einer gewissen Zeit geht der dann wieder weg. Keine Ahnung, irgendwie wenn Nacht wird oder so. Okay. Ich habe mein Essen mangelt immer noch. Ich habe wieder nur 37. Die Red Mushrooms gebe ich dir besser. Kann man also, die essen? Ja, davon geht halt dein Gehirn runter. Ich habe auch grüne. Ich habe gerade zwei Stück davon gegessen. Jetzt ist quasi alles, was ich durch die Nacht aufgebaut habe, wieder weg. Ich habe gerade grüne. Soll ich die mal essen? Ja, du kannst ja gucken, was dann passiert. Okay. Achte drauf. Was ist runtergegangen? Gar nichts. Irgendwo, wo rot, so eine rote Umrandung dann ist, das geht dann runter. Das ist mein Leben. Okay. Aber das sinkt nicht. Es stand am Anfang auf 32, steht immer noch auf 32. Ach so, okay. Komisch. Komisch. So,
Okay, ja, dann waren wir hier eigentlich schon überall. Mhm. Guck halt noch, Warte mal, wie viel Marble hast du nochmal? Du musst doch an den... Was ist? Wie viel Marble hast du nochmal? Ich hab gar keins. Hattest du nicht am Anfang irgendwie Marble? Ach so, doch, ich hab zwei. Warte, das gebe ich dir mal schnell. Weil ich weiß, ja, genau, dann kann ich stacken. Ich weiß nämlich nicht, wir können gleich zu Hause nachschauen, wie viel wir für diese Marble Armor brauchen, weißt? Mhm. Vielleicht können wir eine machen mit Glück. Ah, das ist ein Green Shroom und der kommt nur nachts raus, verstehe. Ich denke, guck mal, der läuft jetzt immer noch. Der ist voll geil. Ja. okay, was passiert eigentlich, wenn ich dem so einen grünen Mushroom gebe? Der isst nur Fleisch. Der hat vorhin auch so Petal, nicht Petals, wie heißt denn das, Samen von so einem Baum gegessen. Okay, Beeren. Lol, okay. Kacke, Digga! Er hat gekackt! Nimm's mit! Die grünen Mushrooms bringen ihn zum Kacken! Das ist voll gut, das ist richtig gut! Oh mein Gott, gib dir mehr! Ich hab nur hier. Zwei! Möchtest du Samen haben? Da! Das ist ein Marker! Okay, grüne Shrooms bringen den zum Kacken, Digga! Okay, lol. Wollen wir nochmal... Was? Das ist gut zu wissen. Wollen wir vielleicht jetzt nochmal hochgehen? Hier sind Green Mushrooms jetzt rausgekommen. Ich weiß aber nicht, ich hab dem Guckte gegeben. Vielleicht sollten wir die vorher einfach mal gucken. Töten, töten, töten! Ach, schade. Töten. Bleib stehen. Los. Hier. Gern geschehen. So, jetzt sollten wir... wollen wir zu diesem Lager nach oben wieder hoch? Ich denke, wir sollten einfach weitergehen und gleich eben ein provisorisches Lager machen, oder? Könnten wir machen. Sonst verlieren. Aber, oh Gott, ich habe gar kein Essen. Oh, das ist nicht gut. Wo bist du? Komm zu mir. Direkt. Ja, ich habe halt nichts gegucktes. Ich habe halt, was da, aber das ist alles nicht gebraten. Mein Essen ist gerade auf 6. Oh, Leute, oh. Nochmal lauter Pigments. Bleib stehen, komm. Hier, bleib. Danke, jetzt ist wieder auf 30. Nice. Jetzt ist es fast voll. Soll ich hier noch ein standhaftes machen? Hier bei den anderen Pigments? Ja, wenn du so viel Stein hast. Ich erkunde hier noch ein bisschen die Umgebung und nehme mir hier Beeren mit und alles. Dann mach da bei denen ein Feuer. Hab ich getan. Okay. Dann brate ich mir mal eben meine Sachen. Hast du momentan genug Essen? Noch schon. Oh, okay. Aber nur noch. Also, nicht mehr lang, oder wie? Ja. Wir brauchen halt die Fallen dann bald wieder. Mhm. Aber mit Glück sind die dann wahrscheinlich alle voll, wenn wir jetzt gleich runtergehen, gell? Ja, und halt auch Beerenbüsche. Denke ich mal. Oh. Oh, geil. Okay. Ich habe auch noch zwei geguckte grüne Mushrooms und 4 Rohr. Okay, super. Kann ich jetzt kochen? Ist der Typ noch bei dir? 5 Nee, Rohr. Der ist weggegangen vorhin. Okay, dann nehmen wir gleich einfach einen neuen. Ja. Nice. Lol. Ah, hier ist so ein... Soll ich kommen? Hier ist so ein großer Typ. Dem kannst du was zu essen geben. Wo bist du? Und dann, gibt der dir, Dings. Wo bist du lang gelaufen? Hier unten. Unten? Ich gebe ihm meinen Samen. Und dann gibt er dir Gold. Wenn du ihm Fleisch gibst. Warte mal, wo ist... Ach so, da, hi. Guck, ein bisschen weiter unten jetzt. Geh einfach mal nach unten. Ja. Oh nein, geh doch nicht nach... Warte, komm schnell hier. Guck hier. Oh, lol. Lol. Is beautiful. Ich kann ihm nichts geben. Ach, nur Fleisch wahrscheinlich, oder? Ja. Aber der greift bestimmt auch Monster an, oder? Nee. Oh. Die Basel-Obelisken, denke ich mal. Wollen wir da mal einen Cut machen, hier? Das könnten wir sogar machen, theoretisch. Boah, Leute. Boah, das ist gerade voll cool. Ja, es ist gerade voll cool. Das ist immer so schade, dann aufzuhören. Aber es ist, wir haben mega viel geschafft. Wir haben jetzt gelernt, Pigments können kacken. Wenn wir ihnen grüne Mushrooms geben, was unser Düngerproblem endlich löst.
Was uns vielleicht jetzt mehr Bären und mehr Essen beschert. Ja. Das ist richtig awesome. Wow, lol, diese Samen von Bäumen bringen auch viel an Leben. Doch, das macht deine Leben um eins runter. Also grüne Pilze sind gut. Okay. Die machen dein Gehirn hoch. Echt? Ich esse ganz viele grüne Pilze. Und zudem wissen wir. Mein Gehirn ist jetzt wieder fast voll, Alter, das ist cool. Ach, das habe ich nicht gemerkt wahrscheinlich vorhin, weil ich meine Dinge auch voll hatte. Das Coole ist jetzt, wir haben auch noch, wir wissen, wo ein Waschbär ist, sogar zwei, drei sogar, habe ich auf der Karte. Falls wir die mal brauchen sollten, wir haben. Dann können wir einen Pigman uns gleich holen, der die dann für uns erledigt. Ich habe einen Froschschenkel nämlich, den kann ich ihm geben. Okay, und dann haben wir noch zwei Lagerfeuer jetzt geschafft und das heißt, wir haben jetzt immer Pigmans, wenn wir angegriffen werden. Könnten wir rein theoretisch hier hingehen, falls die da sind, also tagsüber nur, gell? Mhm. Dann würde ich sagen, was ist für diese Folge, Leute? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Don't Starve Together. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Pigman Power! Woo! Mit diesen Kernen können wir uns ziemlich viel anstellen, ist cool. Und vor allem, ja, die produzieren Scheiße. Das ist awesome! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt links auf das Don't Starve Together Logo klicken, um zur Playlist zu gelangen. Direkt darunter auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und direkt darunter auf Letzte Folge, wenn ihr zur vierten Folge von Don't Starve Together wollt. Und wenn ihr zum lieben Fabi mal wollt, dann checkt die Beschreibung aus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.